Lisa und Lena waren gerade einmal 13 Jahre alt, als sie zu den größten deutschen Newcomern einer Social-Media-Plattform wurden, die 2015 nur die coolen Kids kannten. Musical.ly. Doch wie kam sie zu dem Erfolg? Was machen sie heute und wie geht es in Zukunft weiter? Lisa und Lena wurden am 17. Juni 2002 geboren und sind somit passenderweise vom Sternzeichen her Zwilling. Als solch ein untrennbares Gespann wurden sie von ihren Eltern adoptiert, als sie 6 Monate alt waren, und leben seitdem mit ihrer Familie in Stuttgart. Die 2 blonden Mädchen mit freundlichem Lächeln und fröhlicher Ausstrahlung zeigten sich schon früh experimentierfreudig. So probierte sich Lisa in ihrer Freizeit mal am Spielen der Querflöte aus, wobei Lena eher an Judo oder anderen Sportarten wie Schwimmen oder Basketball interessiert war. Die üblichen Teenager-Eskapaden waren nicht zu erwarten, zumindest sind keine davon bekannt. Ob das mit ihrer religiösen Erziehung zusammenhängt, kann man nur mutmaßen, denn über die Kindheit der beiden ist so wenig bekannt, dass selbst ihr Nachname sehr lange geheim blieb. In Anbetracht der Tatsache, dass Lisa und Lena zum Zeitpunkt ihres Karrierestarts, wie gesagt, gerade einmal 13 Jahre alt waren, klingt das aber auch nachvollziehbar. Doch wie fing ihre Karriere denn überhaupt an? Im Dezember 2015 entdeckte Lena die besagte App Musical.ly. Wie viele von euch wahrscheinlich wissen, konnten hier lippensynchrone Kurzclips erstellt werden, in denen man sich lustig bewegte oder passende Choreografien ablieferte. Begeistert zeigte sie die App ihrer Schwester und machte mit ihr gemeinsam das erste Video. Genauer gesagt filmten sie, wie sie nebeneinander in einem Zimmer standen und abwechselnd ausgeschnittene Papierherzen zum Song »I hate you, I love you« hochhielten. Nachdem sie das Okay ihrer Mutter eingeholt hatten, posteten sie den Clip und verbrachten den Abend dann nichtsahnend auf einem Weihnachtsmarkt. Plötzlich meldeten sich aber ganz viele irritierte Freunde und Schulkameraden bei ihnen. Denn Lisa und Lenas Instagram-Account hatte auf einmal 1000 Follower aus aller Welt dazu bekommen. Der Grund? Die ersten Fans ihrer Musical.ly-Performance wollten mehr von den beiden Mädchen sehen und abonnierten kurzerhand das verlinkte Instagram-Profil. Das war aber erst der Anfang. Mit jedem Video stieg nämlich das Interesse an den deutschen Zwillingen und zwischenzeitlich erhöhte sich ihre Abonnentenzahl um bis zu 30.000 Nutzer pro Tag. Als wir die erste Million Follower hatten, saßen wir am Tisch mit unserer Familie und haben uns gefragt, gehen wir den Schritt weiter oder nicht? Und wir haben uns dafür entschieden. So sprangen sie also auf den Influencer-Zug auf und organisierten sich. Nach kurzer Zeit postete dann sogar Ariana Grande einen ihrer Clips und beförderte die damals noch 14-jährigen Mädels aufs nächste Level. Während es online immer weiter nach oben ging, war im Real Life allerdings nach dem Abschluss der 9. Klassenstufe Schluss. Lisa und Lena begannen daraufhin 2017 eine Ausbildung zu Tanzpädagoginnen an einer privaten Akademie. Sie nahmen erste Modeljobs an, sammelten Schauspielerfahrung, besserten ihre Skills in entsprechenden Kursen auf und designten für ihre eigene Modemarke. Nebenbei fütterten sie weiterhin ihre Social-Media-Accounts, allen voran natürlich ihr Musical.ly-Profil, das ab August 2018 zu TikTok gehörte. Immer wieder wurden der Plattform allerdings Sicherheitsprobleme vorgeworfen, einer der Gründe, warum die beiden Mädchen ihre Teilnahme irgendwann hinterfragten. Hinzu kam, dass sie mit der Zeit, eigener Aussagen nach, keinen Spaß mehr mit der App hatten, vereinzelte Hashtags und Themen bedenklich fanden und dass sie einfach rausgewachsen seien. Am 30. März 2019 gaben sie also die offizielle Trennung von ihrem Musical.ly bzw. TikTok-Account bekannt, der sie vor kurzer Zeit noch weltberühmt gemacht hatte. Ein gewagter Schritt. Was sollte denn jetzt noch kommen? Natürlich waren Lisa und Lena aber nicht nur auf einer Plattform aktiv, sondern auch auf Instagram, YouTube und Twitch. So fingen sie im November 2019 zum Beispiel wieder an, kleinere selbstgemachte Lip-Sync-Videos zu produzieren und auf Instagram zu posten. Es wirkte fast ein wenig so, als ob ihnen die kurzen, einfallsreichen Videos fehlten und sie etwas wehmütig auf die Zeit zurückschauten, in der einzelne ihrer Beiträge auf Instagram über 1 Million Likes bekamen. Erfolgreicher dagegen sind immer die seichteren Videos, ihre Morgenroutine, 5 Easy Hairstyles oder ihre Musical.ly-Compilations. Lisa und Lena wachsen mit ihren jungen Fans auf und müssen nun versuchen, Jugendliche auf der ganzen Welt zu erreichen, wenn sie ihren Erfolg aufrechthalten wollen. Die verschiedenen Bereiche, in denen sie aktiv sein möchten, in denen sie zum Teil aber auch erst dazulernen müssen, könnten außerdem noch ein Problem für die jungen Stars werden.
Denn wir alle begleiten sie beim Erwachsenwerden und sehen auch dabei zu, falls sie irgendwann scheitern sollten. Wie das Leben eines Influencers hinter den Kulissen aussieht, könnt ihr euch übrigens in einer interessanten Reportage von Y-Kollektiv ansehen. Und ein weiteres interessantes Video ist hier ebenfalls verlinkt. Übrigens, es gibt auch einen Der Biograf Instagram-Account mit coolen Specials zu den jeweiligen Biografien. Checkt's mal ab. Bis zur nächsten Inspiration. Der Biograf.